Viele Unternehmen fragen sich, wo bekomme ich gutes Bildmaterial her? Und die einzelnen Mitarbeiter sind vielleicht dann auch nicht die perfekten Grafiker. Deshalb in diesem Video möchte ich euch zeigen, was ich für ein Bildbearbeitungstool online nutze, wo ich entweder mit eigenen Bildern, mit Vorlagen, mit gekauften Lizenzbildern und so weiter arbeiten kann und es schon tausende Vorlagen gibt, die ich wirklich nutzen kann. Teilweise sogar kostenlose Bilder, die Sie auch kommerziell nutzen dürfen. Wenn ich mich jetzt hier mal einlogge, sehe ich schon mal, was habe ich denn schon alles für Bildmaterial gemacht und habe auf der linken Seite auch schon ein paar Ordner vorgefertigt, wo ich zum Beispiel hier für den Business Channel, das heißt alles, was mit YouTube zu tun hat, die YouTube Thumbnails habe, ich nur noch draufklicken muss. Das könnte zum Beispiel auch für Facebook-Posts eine Vorlage sein oder sonst was. Kann auf Edit klicken und kann jetzt nur noch den Hintergrund und den Text bearbeiten, speichern und schon habe ich mein YouTube-Thumbnail oder was auch immer. Wenn Sie sich also einloggen, hier bei Canva, ist auch völlig kostenlos, dann haben Sie als erstes mal die Übersicht und können dann sagen, ich möchte eine Vorlage nutzen. Sei das zum Beispiel im Bereich Social Media, Twitter Posts, Social Media Posts, Pinterest, Facebook Posts. Wenn ich da mal auf Facebook Posts klicke, da auch da haben sie schon zahlreiche Vorlagen direkt auf die einzelnen Größen eingestellt, hier auf der linken Seite. Vieles davon ist bereits schon kostenlos auch kommerziell nutzbar. Bedeutet, ich mache zum Beispiel hier einen Klick und schon habe ich das hier drin, kann auch hier nur noch den Text abändern und schon ist das Ding fertig. Wenn Sie jetzt beispielsweise sagen, ich möchte dann einen Text haben, klicken wir hier auf der linken Seite auf Text und auch hier haben wir schöne Vorlagen, die Sie mit einem Klick in Ihrem einzelnen Post drin haben. Dann sage ich vielleicht noch, dass ich die Farbe ändern möchte. Das heißt, hier oben haben wir dann immer auf dem jeweiligen Element die Auswahlmöglichkeiten. Sage zum Beispiel, das soll weiß sein, das hier oben soll ein bisschen grau sein und hier auch nochmal weiß oder kann den Text oder das ganze Element auch wieder löschen. Ich habe hier auch wieder zahlreiche Möglichkeiten an Vorlagen, die ich einfach nutzen kann, platzieren kann und fertig. Auch zusätzliche Elemente, sei das zum Beispiel Grids, Frames, Shapes, also ich kann da mal draufklicken. Auch da haben wir ganz viele Sachen, die wir bereits kostenlos nutzen können und einfach so auf dieses Bild ziehen. Auch wieder hier die Farbe ändern, alles solche Sachen ist natürlich hier ruckzuck möglich. Was für viele aber wichtig ist, dass sie beispielsweise mit neuen Bildern arbeiten können. Das heißt, ich nehme das jetzt hier mal alles raus. Auch das Bild hier. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir suchen uns ein Bild aus der Datenbank. Normalerweise findet ihr hier tausende Bilder und auch hier wieder sind einzelne Bilder kostenlos zu nutzen. Oder auch hier kann ich zum Beispiel so ein Bild nehmen und wenn ich das Ganze dann herunterladen möchte, hier auf unter Download, dann sagt es mir hier, du kannst dieses Bild nutzen, das ist eine One-Time-License, bedeutet auch wieder kommerziell nutzbar für $1 oder du möchtest es unendlich bearbeiten. Sehen wir hier eine Multi-Use-Lizenz, das wäre dann $10 oder eine Extended-Lizenz, das wäre dann $100. Bedeutet, du kannst dann das Bild so oft verwenden, wie du möchtest. Gut, gehen wir nochmal zurück. Jetzt sagen wir vielleicht, wir möchten noch irgendein Icon haben, Play-Icon, vielleicht geht es um ein Video oder sonst irgendwas, auch dass ihr einfach das auch wieder seht, da gibt es auch wieder zahlreiche Icons, die kostenlos zu nutzen sind und ich hier einfügen kann, natürlich auch wieder Farbe ändern und zahlreiche andere Variationen habe. Wir können aber natürlich auch eigene Bilder hochladen. Also ich nehme das Bild jetzt hier mal raus, dann sage ich, ich möchte zum Beispiel das hier hinzufügen. Kann das spezifisch bearbeiten, wenn ich möchte. Oder ich sage einfach, es soll die ganze Größe nehmen. Jetzt machen wir noch ein bisschen Text darauf. Nehmen wir mal sowas nochmal hier. Sagen jetzt, das Ganze soll weiß sein. Ich kann natürlich auch die Textgröße alles so einstellen, wie ich gerne möchte. Und habe so sehr, sehr schnell ein
einzelnes Exemplar. Ich kann jetzt hier wieder auf Download klicken. Jetzt ist es natürlich völlig kostenlos. Ich habe jetzt hier nichts, worüber ich Lizenzgebühren bezahlen soll. Kann es jetzt so herunterladen, abspeichern und fertig. Also wirklich sehr, sehr simpel. Gerade wenn ich in einer Unternehmung bin, kann ich mir verschiedenste Vorlagen bereithalten. Ich kann auch spezifische Größen wählen. Ich kann hier oben sagen, ich möchte eine spezifische Größe von vielleicht 500 mal, sagen wir mal 300. Kann da was designen und dann dieses Design in einem Ordner abspeichern hier direkt. Das heißt, ich nehme auch hier wieder irgendein Bild rein. So. Dann habe ich hier die Möglichkeit zu sagen, was ist das? Das ist Vorlage XXX. Und kann jetzt wieder auf Canva. Sage jetzt noch speichern. So. Gehe zurück auf Canva. Und kann jetzt dieses einzelne Element, was ich gemacht habe, direkt in einen entsprechenden Ordner einfügen. Nehmen wir zum Beispiel SoundCloud. Jetzt ist das Element hier drin. Das Bild wird dann noch hier erzeugt. Und wenn der Mitarbeiter oder verschiedene Mitarbeiter an Bildern arbeiten, dann kann ich direkt auf die einzelne Vorlage klicken, diese bearbeiten, Text auswechseln und fertig. Also wirklich eines der besten Bildbearbeitungsprogramme, die ich jemals gesehen habe. Sehr, sehr schnell bearbeitet. Ich habe das komplette Bildmaterial, alle Vorlagen überall zur Verfügung, wo ich bin, weltweit, da es eben online basierend ist. Alle Informationen zu diesem Programm habt ihr in der Beschreibung. Und wenn ihr vielleicht eigene, andere Programme kennt, dann schreibt doch das einfach unterhalb in die Kommentare, damit zukünftige Videoschauer ebenfalls sehen, was denn anderes noch auf dem Markt ist, was man so gebrauchen kann. Ich kann das wärmstens empfehlen, von Herzen wünsche euch damit ganz, ganz viel Spaß. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch und abonnieren, damit ihr die nächsten Videos mit wertvollen Informationen rund ums Business und Erfolg nicht mehr verpasst. Und somit viel Spaß bei der Bildbearbeitung.